Austin in Texas, 20 Uhr, Dienstbeginn für Officer Miles Grönlow. Vor 2 Jahren beendete der Deutschamerikaner in den USA seine Polizeiausbildung und fährt seitdem 5 Tage pro Woche Streife. Ausschließlich in der Nacht. Ich arbeite gerne nachtig, weil da verschiedene Leute sind. Da gibt es Leute, mit denen man tagsüber nichts zu tun hat. Man hat da Einsätze, die man tagsüber nicht kriegt. Einfach weil das Klientel, das draußen ist, nicht dasselbe ist. Da passieren halt viel mehr Raubüberfälle, Einbrüche, solche Sachen, die man tagsüber in der Menschenmenge nicht hat. Vor Dienstbeginn checkt Miles Grönlow das Einsatzfahrzeug und seine Waffen. Die Kontrolle dokumentiert er in ein Mikrofon. So kann er später nachweisen, dass alle Waffen auf Sicherheit gecheckt sind. Neben seiner Handfeuerwaffe führt in den USA jeder Polizist eine Langwaffe mit sich im Auto. Miles Grönlow darf selbst entscheiden, welches Gewehr er auf Streife mitnimmt. Ich persönlich fahre gerne eine Shotgun. Das ist eine Pumpgun, eine Remington 870. Die hat 6 Schuss. Wir haben noch mehrere Schüsse mit dabei zum Nachladen. Aber wir haben bei der Polizei eigentlich häufig mit Situationen innerhalb von 10 Metern zu tun. Und auf 10 Meter Distanz ist eine Shotgun extrem effektiv. Waffen sind in Texas legal. Die Polizisten müssen für jede Situation ausgerüstet sein. Die Folge: Es findet ein Wettrüsten zwischen Polizei und Verbrechern statt. Statistisch kommt in den USA auf 100 Einwohner 101 Waffe. Wir wollen halt nicht unterlegen sein in Situationen. Deswegen sind die Waffen auch relativ schnell griffbereit, weil man weiß nicht, wenn man einen Einsatz kriegt, wo das polizeiliche Gegenüber vielleicht schon mit dem Sturmgewehr bewaffnet ist, will man dann nicht erst mit einer Pistole auftauchen und sagen, ich muss noch mal zurück und mir eine andere Waffe holen, um dem Gegenüber gleich zu sein. Nach der 11. Klasse wanderte Miles Grönlow in die USA aus. Hier besuchte er die Polizeischule und ist seitdem Polizist im Norden von Austin. Kurz nach 21 Uhr. Miles Grönlow kommt ein Auto mit kaputtem Scheinwerfer entgegen. Er nimmt die Verfolgung für eine Routinekontrolle auf. Obwohl Miles Grönlow den Fahrer mehrmals auffordert anzuhalten, gibt er Gas und fährt mit mehr als 100 Kilometern pro Stunde durch die Stadt. Miles Grönlow ruft über Funk Verstärkung. Just went around cars. Justin Lamar still northbound. Der Fahrer ist bereits über 3 rote Ampeln gefahren. Wie durch ein Wunder ist es noch nicht zu einem Unfall gekommen. Nach 5 Minuten stoppt das Fahrzeug auf einem Seitenstreifen. Turn off the vehicle! Turn the vehicle off! Turn off the vehicle! Turn the car off! Turn the car off! Hands out the window, driver! Both hands out the window! Both hands out the window! Show me your hands, passenger! Show me your hands! Both hands out the window, driver! Put your hands out the window! Both hands out the window! Manos atrás! Manos atrás! Driver! Keep your hands out the window! 708 took off. Die Polizisten nehmen erneut die Verfolgung auf. Die Zentrale schickt jeden verfügbaren Wagen. Nach nur wenigen 100 Metern stoppt der Wagen erneut. Put your hands out the window! Miles Grönlows Kollege wirft eine mit Nägeln gespickte Matte vor das Auto. Wenn der Fahrer jetzt wieder Gas gibt, platzen die Reifen. Driver, get your hands out the window! Schramm, go over to Gordo. Schramm's coming over to Gordo. It's true, I'm gonna get a better angle on the driver. Die Polizisten müssen damit rechnen, dass die Insassen des Wagens bewaffnet sind. In den USA sterben jährlich mehr als 30.000 Menschen an Schussverletzungen. Plötzlich erscheint der Beifahrer am Fenster und krabbelt aus dem Wagen. She's moving around a lot. Hey, there's a female. Keep crawling! Oh.
I'm going less legal. I'm going taser. Hey, get him all the way to y'all, guys. Yep. Keep crawling, keep crawling. I got commands from here. Keep crawling, just come all the way to me on the sidewalk. I'm trying. Während sich der Beifahrer der Polizei stellt, bleibt die Frau hinter dem Steuer. She pops out, I'm going taser. All right, crawl! All right. There's a female on the side, please help me. Keep crawling! I can see her in the mirror. She's just looking straight ahead right now. I show her bro. Okay. I'm trying. Come on, man. Come all the way to me. You're gonna go hands on once you get there? Yeah. Keep crawling. I'm trying. Driver, put your hands out the window. Driver, hands out the window. She's not. I can't see her in the mirror anymore. She's pregnant. Hey, Shrem, watch your side. Make sure she doesn't crawl on the side. Guys, we have no visual driver. She's pregnant. Well, come on, crawl. Yes, sir. 708 to Air 1. Can you see the driver? I think they might have left the driver's seat. I'm trying. Ellis, if y'all can move up as a group, yeah. Move up at Home Depot on the car. I'm trying. We will be. Keep crawling. Oh, God damn. We've got him. Sir. Hey, Shrem, I think she might have moved over to the passenger seat. Come on, come to me. He thinks that she might have moved over to the passenger seat. I can't see her in the mirror anymore. I can see the back of back of the seat. Auch ein Polizeihubschrauber kreist über dem Geschehen. Die Polizisten in der Luft informieren die Kollegen, wie sich die Frau im Wagen verhält. Driver, both hands out the window. Do it now. Yes, sir. It's moved an argument, sir. You want to hold it? Can we get a shield? Sir. Yeah, hold it. Pull him back. Get some intel on her. I'm going to bleep it. My shoulder, please. It's not my right shoulder, please. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. I'm unarmed. Okay. All right. Does she have any weapons? Does she have any weapons? Pull back. Sir, does she have any weapons? Hey, she's unarmed. She's unarmed, please. She's unarmed. She's unarmed, okay? Okay, please. You think she's unarmed? No, it was an argument. What's her name? Elizabeth. Oh, Elizabeth! He's off the driver, you're out the police department! Say what? We want you to get out of the car! No one needs to get hurt! Elizabeth! Put both hands out the window! Während die Kollegen den Mann festnehmen, versucht Miles Grönlo weiterhin Kontakt mit der Fahrerin aufzunehmen. Elizabeth, this is the awesome police department. We need you to exit the vehicle, put your hands up, and walk back towards the sounds of our voice. Elizabeth, put your hands out the window if you can hear us. Elizabeth, you're not in trouble, okay? We need to make sure you're all right. She's crying. We need to make sure your baby's all right as well. Can you step out of the car, please? Crying. See her window? Elizabeth, we just need to talk and make sure you're okay. I need you to step out of the car for me. Elizabeth, step out of the car for me, okay? That's way too long. Where was that? I need to make sure that you're okay. Say what? Elizabeth, can you step out of the car so we can talk and make sure you're okay, please? Im Rückspiegel kann Miles Grönlo das Gesicht der Frau beobachten. Weiterhin ist unklar, ob sie bewaffnet ist. Elizabeth, this is Officer Stewart. Can you please step out of the car so we can talk and make sure you're okay? I hear you're pregnant. You were involved in a collision. I need to make sure that you're okay and that your baby's okay. Can you please step out and come talk to us? It's gonna be all right, I promise. There you go, Elizabeth. Step out. Step out with your hands up. Push open the door, Elizabeth. Push it open. There you go, Elizabeth. Push that door open.